Fast Forward Science ist für mich eine tolle Herausforderung für Wissenschaftler und für Wissenschaftskommunikatoren. Bei den Ergebnissen dann später her auch ein toller Überblick über das, was eigentlich möglich ist und welche kleinen Künstler da auch schlummern in diesem Bereich. Ich habe ja teilgenommen an dem Superfast-Wettbewerb und da gab es eben noch mal ein bisschen extra Druck. Man musste noch mal richtig aufdrehen, innerhalb von 2 Tagen das Video produzieren. Und das hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil ich eigentlich aus dem Tageszeitungsjournalismus komme und diesen Druck irgendwie liebe. Also ich finde, es spornt einen an, muss man unbedingt mitmachen. Jetzt muss ich mal fragen, der Jabo ist ja gelb. Das war ja eine der Vorgaben, dass was Gelbes drin vorkommen muss in dem Film. Habt ihr ihn deswegen extra umgespitzt? Nee, unsere Tiefseeforschungsgeräte sind alle gelb, damit man sie gut sehen kann. Aber das war für mich der Grund, dabei zu sein, als ich das gedacht habe. Und ich gedacht, okay, Jago ist es. Jago ist der Hauptdarsteller. Geht los. Okay, warum ausgerechnet Superfast? Man könnte jetzt davon ausgehen, ist besonders viel Zeitdruck. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Also ich habe öfter schon mal überlegt, mitzumachen bei dem Wettbewerb. Aber dann, ja, wie jeder das so kennt, Tagesgeschäft, man wird dann doch wieder abgelenkt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie. Und ich habe nur 2 Tage zu investieren, wie wir es vorhin auch gehört haben. Und hat geklappt. Okay. Du hast uns noch ein bisschen was mitgebracht, nämlich ein paar Fotos, wie das da auch dann aussieht, wenn du die Filme machst. Wir können uns das gerade mal angucken. Da sehen wir dich auf einem Schiff und ja, im Hintergrund. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wo das war. Das ist die Poseidon. Von der norwegischen Küste, da sind wir eben unterwegs zu diesen Kaltwassergeweihen, die ihr auch im Film gesehen habt. Und ja, wie sieht das aus, wenn ich dabei bin? Ich habe immer den grünen Helm auf, damit alle wissen, so, okay, das ist die Maike, groß, vorsichtig sein, und halt die Kamera an. Wenn es davor sagt, würde ich mich auch mal gerne mitfahren. Was muss er tun? Ja, einen Forschungsantrag stellen, 3 Jahre warten ungefähr, die Finanzierung sichern und dann mit Glück kann man so eine Ausfahrt machen. Nein, das ist wirklich unheimlich schwierig. Oder ihr seid, es sind ja leider keine hier, wir haben das vorhin gehört, oder ihr seid Wissenschaftsjournalisten und plant einen tollen Beitrag. Okay, vielleicht möchte noch jemand umsatteln, ja, die Gelegenheit. Also ich merke schon, es ist schneller mit ihm zu reden, als mit ihm abzutauchen. Alles klar, Maike Lieblein, vielen Dank nochmal. Tipp wäre, sich ganz schnell klar werden, was motiviert mich, was begeistert mich und das dann eben auch an die anderen im Team, die ja mitarbeiten müssen, weitergeben. Das hat bei uns super toll geklappt. Also wir haben das gemeinsam gemacht, wir haben uns gegenseitig motiviert und gegenseitig angestachelt und hatten dann eben auch ein tolles Ergebnis am Ende.